So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2070 mit mir, Kader Zockt, und dem lieben Bloody Wintertail. Guten Tag, liebe Leute. Ja, in der letzten Folge, ist noch gar nicht so lange her, haben wir uns hier im Spiel zusammengefunden und haben die erste Insel besiegelt. Besiedelt natürlich. Ja, und da geht's jetzt auch weiter. Ich habe diese Runde vor, gleich die zweite Insel zu besiedeln. Ich weiß gar nicht, dafür brauchen wir Bauzellen und Bohrer. Und Werkzeuge, genau, ja. Das ist richtig. Genau. Aber wie kannst du jetzt schon auf eine zweite Insel expandieren? Hast du schon eine Werkzeugproduktion? Nee. Ich frag nur. Okay. Aha. Also keine Bohrerproduktion. Noch nicht. Weil das gibt's heute bei mir zu sehen. Wir werden unsere Werkzeugproduktion komplett ausbauen und wir werden noch die letzte neutrale Partei suchen. Oder sagen wir die letzten beiden sogar, die fehlen noch. Ich kann noch genau. Gar keine Bohrerproduktion. So, als erstes kaufen aufbauen. Wir bei dem Tycoon-Typen erstmal Werkzeug ein. Und ich glaube, ich nehme Beton auch gleich mit. Das brauche ich auch. Ich weiß, genau. Was das Problem ist. Natürlich. So. Wir brauchen mehr Einwohner. Einfach mal so. Dann Häuser. Immer Eisen. Nochmal Eisen. Ah, Mist. Jetzt habe ich... Ja, und jetzt habe ich nämlich schon keine Werkzeuge mehr. Das ist genau das. Ja, dann musst du Werkzeugproduktion aufbauen. Oder brauchst du Werkzeuge? Kannst du bei mir leihen? Nee. Ich habe ja gerade schon geholt hier. Bei Roof of Thorn. The Roof of Thorn. So. Wir haben natürlich gesagt, die Tilda wird sich ja wahrscheinlich irgendwann ausbreiten. Die wird aber nachfragen. Wir lehnen das erstmal ab, bis wir unsere wichtigsten Inseln haben. Und dann darf sie vielleicht mal auf eine Insel auswandern. Genau. Genau, so werden wir das machen. Weil die Inseln sind begrenzt. Also zu zweit wird es schon echt schwer. Und ich frage mich, wie Leute das zu viert spielen, wenn da keiner eine Insel dann hat am Schluss. Ja, verrückt. Das wird schwer, ja. Also bei mir ist jetzt so, ich habe hier zwei Häuser, ich weiß, da ist ziemlich viel Grün nebendran. Das bleibt auch so. Vielleicht ziehe ich irgendwann mal noch einen Parkplatz. Aber ich baue einfach auch ein bisschen schön und nicht nur... ja, ich bin eher so der Effektivbauer. Also gut, da würden wir uns schon mal gut ergänzen, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Bauzellen bin ich auf Maximum. Eigentlich ständig. Aber ich kann keine Werkzeugproduktion bringen. Warum nicht? Die haben Getränke, Gemeinschaft, Nahrung. Was fehlt denen? Aber als Schönbauer würd's dich, glaub, bestimmt freuen. Es gibt sehr, sehr viele Ziergebäude in Anno. Von Scheinwerfern über Bäume, Parks, Springbrunnen, alles Mögliche. So schön baue ich dann auch wieder nicht. Okay. Ja, ich habe gerade gesehen, ich brauche einfach mehr Bewohner. Aber ein paar Scheinwerfer könnte ich mir eigentlich auch in die Stadt reinsetzen. Es nimmt halt Platz weg, ja. Ein Scheinwerfer ist schon wieder ein Haus weniger, ein Steuerzahler weniger. Das geht eigentlich gar nicht, ja. Ja, nee, das... So. Das ist schon nicht auszuhalten. Ein Bewohner weniger heißt ein Steuereinnahme weniger. Wir müssen auch ziemlich schnell jetzt an die Verteidigung denken, weil der Hector, der ist halt genau neben mir, gell? Der greift bestimmt gerade schon wieder ein Schiff von mir an. Ich sehe den schon rüberfahren. Deswegen werde ich den gleich mal abfangen hier. Ja, gute Idee. Ja, der lenkt genau auf mein Schiff zu. Ja, ich fahre ihm auch noch voll rein gerade. Ich komme mit der Spielmechanik schon recht gut klar. Das liegt daran, dass mir ja die kurze... Oh Mist. Ich komme gut klar und baue Straße ins Nirgendwo. Dass man ja kurz angezockt hattet. So, hier sieht man, wie sich zwei Schiffe beschießen. Aber Hector wird verlieren, denn er hat eindeutig das schwächste Schiff. Oh, jetzt kann ich die Konzerthalle bauen. Und durch die Konzerthalle wird dann... Ach Mist, die hätte hier wunderbar reinpasst, oder? Werkzeuge an Bord und jetzt wird hier die Produktion mal ausgebaut. Dann wird hier die zwei Häuser wieder abgerissen. So. Naja, lieber die zwei. Ja, dann wird hier wieder zwei neue gebaut. Sorry für meine Inkompetenz.
Zartale hier rein. Passt nicht. So, dann einmal die Röllchenfabrik hingesetzt. Ach, jetzt habe ich extra hier Straße abge... Weil ich hier die Straße falsch gebaut habe, passt das so gut. Natürlich. Key. Okay, dann machen wir das ganz anders. Machen wir hier weg. Ja gut, was machst du jetzt? Du greifst jetzt schon Hector an, oder? Nee, das nicht, aber ich werde auf jeden Fall ziemlich stark auf Munitionsherstellung setzen jetzt, damit wir uns... Weil du musst bedenken, Abwehrtürme brauchen Munition und die Schiffe auch. Mhm. Also da würde ich auf jeden Fall schnell drauf hinarbeiten. So, mein Kommandoschiff. Das Gute ist, das Kommandoschiff repariert sich meiner Meinung nach selber. Kann mich auch täuschen. Du täuschst. Ich glaube, ich täusche mich gerade. Immens. Ja, es repariert sich nicht selber. Sehr gut. Dann wieder zurück, bitte. Einmal zurückschicken. Oh, Leute, warum? Man kann sich natürlich auch auf der Arche Munition einfach kaufen, aber die ist natürlich sehr, sehr teuer. Da kostet 5 Tonnen Munition kosten 5000 Credits. Das ist schon viel. 5000? Ja. 5000 für 5 Munition nur. Also 5 Tonnen Munition. Oha. Aber das ist nicht so viel. Was ist jetzt? Neue Bevölkerungsgruppe. Natürlich, da wollte ich hin. Jetzt kann ich nämlich die... Diese Mine hier. Das ist... Ist das Kohle? Nee, das ist Eisenerz. Kriege ich das hier raus? Ich denke schon. Ich kann eine Eisenmine nicht an einen Kohlefeld bauen, oder? Die, du meinst die Bergbauplätze? Mhm. Die sind ja variabel. Ah, kannst okay. Du auf so einen Minenbauplatz draufklicken, da steht an der Seite, welche Rohstoffe vorhanden sind. Mhm. Ich habe sogar Uran auf meiner Insel. Sehr schön. Kohle, Kupfer, Eisen. Okay, geil. Was? Es gibt Uran! Spoiler! Oh, gespoilert. Ja. Ja, was mit Uran alles Schönes machen kann, werden wir später noch sehen. Hafenmauer, Hafengestaltung. Ah, okay, das sind jetzt solche Ziergebäude. Ja. Die bringen uns aber jetzt noch nichts, denn jetzt ist erstmal Bohrerbau gefragt. So genau, so. Ja. Dann machen wir eben hier halt noch ein, erstmal ein Sträßchen. Okay, für die Munitionsherstellung brauche ich 750 Angestellte. Da werden wir jetzt auf jeden Fall in der Folge mal drauf hinarbeiten. Hm. So, jetzt ist das auf jeden Fall auch im Baubereich. Dann, was habe ich jetzt hier gemacht? Eisenerzmine. Ist natürlich ungünstig, dass es so weit auseinander ist, aber kann man jetzt nichts machen. Dann brauchen wir hier Kohle. Registriere Energie. So, bei mir können schon einige aufsteigen inzwischen, weil die ja die ganze Zeit auf dunkelgrün stehen. Also da ging schon was. Jetzt fehlt mir nur Werkzeug wieder, um die aufsteigen zu lassen. Mhm. Hm. So, da fahren wir direkt so. Dann können wir hier... direkt so eine Schmelze hinstellen. Ach, ich will jetzt ungern mit den Transportschiffen weiter erkunden. Der Hector, der ist halt echt ein Fuchs. Mhm. Dieser Hector. Und dann auch direkt Bohrerproduktion. Wir müssen aus unserem Minus rauskommen. Ich bin immer noch bei minus 40. Das ist nicht gut. Mhm. Ich bin auch noch bei minus 34. Aber... so ist das nun mal. Ne? So, die lassen wir noch aufsteigen, genau. Kohle läuft. 360. Wir brauchen noch das Doppelte an Einwohnern, bis wir überhaupt mal die Munition herstellen können. Das heißt, ich werde noch ein paar Häuser mehr bauen jetzt. Oh ja, Häuser, das ist immer gut. Außen noch ein paar rein. Weil Bauzellen haben wir schon beide genug, nehme ich mal an, oder? Da wird es dir jetzt nicht dran mangeln. Wenn nicht, ich kann dir gern was abgeben. Einen Moment, Bauzellen. Es geht runter mit Bauzellen. Warum geht es runter? Es wird mehr verbraucht als
hergestellt wird. Aber die sind. Ich habe 2 Bauzeilerproduktionen. Ist zu wenig Ja. wahrscheinlich. Ja, also ich habe 8 Stück. Okay, ich. Aber 8 ist eigentlich zu viel. Für so Ja. ein gemütliches Spiel, wie wir gerade spielen, ist das eigentlich schon zu Themenbezogene viel. Unterlagen Aber ich baue mal noch verfügbar. eine. Was? Themenbezogene Unterlagen? Verbinden Sie Ihre Häuser durch eine Straße mit dem Stadtzentrum. Ist es doch. Achso. Nee, Ich natürlich verstehe war ja echt da. nicht, wo die anderen zwei neutralen Parteien sind. Die können doch nicht im letzten Eck sein, oder was? Doch, anscheinend Ich schon. registriere Und eine meine Ökobilanz ist Weiterentwicklung. natürlich ziemlich im Keller, aber das Gratulation. ist bei Tycoons normal. Die haben halt diese donnernden, stinkenden Industriemaschinen einfach rumstehen. Da läuft es bei dir mit deinen Windrädern bestimmt besser, oder? Nehme ich stark Ich an. habe nur ein Windrad. Bis Warum? jetzt immer noch nur ein Windrad. Ja? Das reicht dir als Stromversorgung. Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt habe Ja. ich keine Probleme. Ja gut, wenn dein Strom im Plus ist, kein Problem. Ich weiß nicht, da zeigt dann Strom 15 plus. Okay. Aber. Ja, du musst oben gucken. Auf deiner Ach Inselanzeige. so, Strom minus 7. Minus 700. Oh mein Gott. Es produziert nichts mehr. Warum? Ah, das könnte Ja, vielleicht wie am gesagt, Strom liegen. was man doch erwähnen kann, Kato hat das Spiel noch nicht so lange. Er hat das nicht seit 2011 oder so. Ja, ich hab's schon jetzt ein Ja, paar 3 Wochen Wochen, ungefähr, oder? aber gespielt so Gespielt eigentlich wahrscheinlich noch gar so nicht. 2 Stunden maximal, aber. Sollte ich vielleicht hier oben auch noch Strom hinsetzen, oder? Ja, so Ingame-Anzeigen sind ab und zu nützlich, glaube ich. Die Sollte zeigen man ab und drauf zu achten, ja. was Nützliches an, ja. Was ist das mit der Feder? Stabile Ökobilanz. Das ist die Ökobilanz, genau. Die ist egal, oder? Ja, die Tilda mag das bei mir natürlich gar nicht. Die hat mir gerade Einfluss minus 10 gegeben, weil ich schon so viele Leute habe in meiner Stadt. Also die mag das gar nicht. Aber das ist mir völlig egal. Ja, was die Tilda das sagt, Die hat doch hier ist ja voll wurscht. die überstrahlte Insel mit Farben und Grün und alles. Also Okay. das ist so eine richtige Öko-Frau, glaube ich. Aha. Was wollte ich denn jetzt? Also So, wir hier fahren hier lag, nochmal mir ganz fehlt runter. hier in der Eisenschmelze ganz eindeutig Eisen. Das kommt von hier und es wird produziert, aber nicht schnell genug. Wie können wir das ausbauen? Hier hinten ist noch eine Mine. So, wir brauchen noch Dann mehr Häuser. kann man da einfach ein Waredepot hinstellen und das auch. Nee, kann man nicht. Man muss im Einflussbereich bleiben, den man bisher hat. Das ist nur die Frage. Genau. Ich kann die Straße auch nicht weiterziehen. Das heißt, ich baue hier einfach noch ein Stadtzentrum. Oha, einfach noch ein Stadtzentrum. So, ich mache das hier bei mir gerade so. Wir lassen schon mal ein bisschen Eisen ansammeln, um später voll auf die Munitionsproduktion zu gehen. Deswegen betreibe ich gerade nur 2 Werkzeugfabriken. Normalerweise könnte ich 4 betreiben, aber ich lasse ein bisschen Eisen sammeln. Dann geht das schneller, also später schneller mit der Produktion der Waffen. Ich hab's versaut. Ah, nee, pass auf, dann machen wir es genauso wie hier, dass die Straße immer bis zu dem Gebäude geht und dann reicht es. Also ich bin echt gespannt, das später bei dir zu sehen. Ich werde nicht drüber scrollen, ich will mir das bei dir auf jeden Fall angucken dann. Das Weil da kannst bin du ich echt tun. gespannt, was du da so die ganze Zeit darum machst, die ganze Zeit. Eher nur Müll. So, jetzt. Fahren wir hier mit der Straße so rüber. So, 540 werden das schon. Ah, hier können wir dann noch ein Handelsdepot aufstellen. Ne, das ist Hummer. Oh, da muss man aufpassen. So, jetzt könnte ich genau. Da holen wir auch Eisen. War das jetzt Eisen? Oh Gott. Straße. Hier. Dann werden wir jetzt die Umwelt noch mehr verschmutzen hier, ein weiteres Kraftwerk bauen und den Hafenkran hinsetzen, den Reparaturdock, damit wir unsere Schiffe reparieren können. Also was ich sagen kann, was extrem hilfreich ist,
dieses Rechtsklick-Menü. Also wenn ihr Anno zockt, dann macht auf jeden Fall dieses Rechtsklick-Menü an. Genau, das ist standardmäßig, glaube ich, nicht aktiv. Muss man in den Optionen extra anwählen. Ja. Und das ist einfach, das ist ein Muss. Ohne das muss man hier unten immer alles ewig suchen. So, das wär ja Quatsch. Schiffe werden repariert. So, dann können hier auch noch Bewohner hinzukommen. Ist zwar hier hinten auch ein bisschen Ruhrgebiet, aber mein Gott. So, jetzt müsste hier eigentlich die Bohrerproduktion richtig straff laufen. Tut sie nicht. Das ist nicht gut. Warum nicht? Das ist wieder jetzt echt super. Die Tilda und der Hector haben fast die gleichen Farben. Das heißt, man muss jetzt wirklich genau hingucken auf der Map, ob er jetzt kommt oder ob diese harmlose Tilda vorbeifährt. Das ist wieder... Es war klar, dass das passiert. Ja. Normal. Oh, so, Mann. Also ich baue dann noch mehr Bauzellen hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich dazwischen eine Straße machen soll, aber ich habe gesehen, wir haben hier eine Straße. Die muss reichen. So. Wie sieht's aus mit Teeversorgung? Die brauchen doch bestimmt noch mehr Tee. Tee könnten wir hier noch anbauen. Nee, machen wir auch. Dann machen wir hier so große Teefelder. Klingt doch gut. Tee. So, ich werde wahrscheinlich dieses Gebäude auch nochmal ausbauen, denn irgendwie die Werkzeugfabriken, die sind nicht schnell genug. Die laufen zwar auf 105%, das liegt an dem Weltrat, oder an dem Senatseffekt. Die Produktivität von so Gebäuden ist um 5% erhöht. Das kommt, ich glaube, allen, ja, sämtlichen Gebäuden hier gerade zugute. Ich glaube, außer nahrungsproduzierende Gebäude, doch selbst die haben den Senatseffekt. Also alles läuft 5% besser. Aha. Bei mir auch. Okay. Gut. Und wissen. Ich bin weit im Plus gerade mit der Bilanz. 300. Ich bin minus 21. Ah, ich habe auch jetzt viele Holze gebaut in der Folge. Also ziemlich viele, okay, muss ich sagen. Okay, gut. Ich noch nicht so viele. Und ich habe denen wieder erlaubt, einfach aufzusteigen. Das möchte ich nicht. Ja, die fressen halt das Werkzeug weg. Ja, ohne Spaß. Die fressen das Werkzeug wie im Unverstand, ja. Und ich habe nur eine Werkzeugfabrik. Warum? Warum habe ich nur eine Werkzeugfabrik? Was ist mit diesem Lager? Ich kann auch ein Lager einfach abreißen, oder? Passiert nichts. So ein Warendepot, ja, klar. Okay. Es verringert halt, glaube ich, die inselweite Lagerkapazität um 5 dann. Also alles, was auf Maxima ist, wird halt um 5 dann verringert. Okay, passt. Kein Problem. Kein Problem, genau. Genau, kein Problem. Hä? Bohrerproduktion. So rum. Jemand Interesse an. Mal gucken, ob wir es jetzt noch kurz schaffen auf 750. Oh, cool. Der Trenchcoat hat sich gemeldet. Ist der da jetzt? Ja. Wo ist denn der? Ah ja. Wo kommt denn der? Der kommt von... Okay, wird jetzt nicht angezeigt. Yep. Ne? Ist das der Trenchcoat? So nee, den Hitchcoat. Können wir ja mal in der nächsten Folge einfach mal besuchen und mal gucken, was der so im Angebot hat. Genau. Meist hat er so illegale Waren. Okay. Die verkauft er für sehr, sehr viel Geld, aber die gibt's halt dann nur bei ihm. Warum gehen Bauzeller immer weiter runter? Ich habe denen nicht mehr erlaubt, sich fortzupflanzen. Ah, da oben. Maximum. Da oben ist der Forscher. Ich habe ihn gefunden. Den Professor Devi. Gut. Aber das soll es, denke ich mal, für diese Folge gewesen sein. Ja. Oder? Genau. Dann werde ich mal gleich speichern. Genau. Weil speichern. Das ist immer sehr wichtig, nicht, dass das verloren geht. So, einmal speichern. Und dann würde ich sagen, Spiel gespeichert. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch wirklich gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Guckt auch beim Kater auf den Kanal. Der wird sich bestimmt auch freuen. Und lasst dann ein Abo da. Das wäre ganz... Und auf jeden Fall, schreibt Kommentare. Gefällt es euch? Was können wir vielleicht besser machen? Genau. Und so weiter. Ja, dann war es das auch schon wieder. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.